Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur 12. Lesung aus dem Buch Das Doppelgesicht des Papsttums von James Aitken Wiley. Ja, das Buch hat, wie viele Bücher aus der Vergangenheit, so einen furchtbar langen Titel, den kann ich mir niemals ganz merken, muss ich ganz ehrlich zu meiner eigenen Schande gestehen. Und es ist ja auch nicht so wichtig. Das Doppelgesicht des Papsttums drückt im Grunde schon alles aus. Und wir sind jetzt in der 12. Lesung angekommen, lesen immer noch wahrscheinlich heute den letzten Teil des Kapitels über das kanonische Gesetz. Ein sehr, sehr interessanter Teil, wenn ihr mich fragt, finde ich persönlich jedenfalls, weil viel von diesem kanonischen Gesetz heute immer noch gültig ist. Das mag also schon mit dem Justinianischen Kodex seit über 1000 Jahren in der römisch-katholischen Kirche existieren. Es hat immer noch seine Gültigkeit, ein ganz, ganz großer Teil davon. Um nicht zu sagen, eigentlich sogar alles, weil wir müssen ja berücksichtigen, die römisch-katholische Kirche ist semper eadem, mit anderen Worten unveränderlich. Weil wenn die römisch-katholische Kirche sich verändern würde, dann würde sie aufhören zu existieren. Sie ist gebaut auf den Pfeilern der Lüge und sie braucht diese Lüge, um zu existieren. Und wenn man diese Pfeiler wegreißt, dann gibt es die Kirche nicht mehr. Von daher kann sie auch ihr Gesetz nicht verändern. Es ist nur die Frage, manche Gesetze, die in der römisch-katholischen Kirche sind, sind die heute mehr oder weniger noch de facto oder de jure? Mit anderen Worten, gibt es diese Gesetze? Ja, aber werden sie auch noch durchgesetzt? Werden sie noch wirklich, sage ich zum Beispiel jetzt mal, die Verfolgungsgesetze zum Beispiel, die da drin sind, also Gesetze über die Exkommunikation und die Verfolgung von Exkommunizierten und so weiter, wird das auch heute noch so praktiziert? Das ist natürlich eine andere Frage. Der Punkt ist, das sind meines Erachtens schlummernde Gesetze. Und da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Das ist schon sehr interessant, was wir heute lesen werden. Und diese schlummernden Gesetze sind halt, man hat sie da, wenn man sie braucht. Wisst ihr? Das ist so eine Vorbereitung, wie man das im Grunde mit 9/11 auch gemacht hat. Weil man hat die ganzen Gesetze wie Patriot Act und NDAA, also National Defense and Authorization Act und wie die ganzen Dinge heißen, die hatte man alle fertig und klar in der Schublade liegen. Man wartete nur darauf, dass der Anschlag passiert und dann konnte man sie rausholen. Der Anschlag passierte natürlich genau dann, wann sie ihn geplant haben. Sie, diejenigen, die Nutznießer davon sind. Der Vatikan, ja, der Kardinal von New York, Edward Egan oder wie der zu der Zeit hieß, ich glaube, das war Edward Egan zu der Zeit. Davor war ja einer der berühmtesten, den ihr alle vielleicht kennt mit Namen, Cardinal Spellman, der ja auch verantwortlich war zum großen Teil für den Vietnamkrieg und sowas. Das ist eine wunderbare, unglaubliche Machtposition. Im Grunde ist der amerikanische Papst, und wenn der sagt, das passiert, dann passiert. Und dann haben sie damals diesen Anschlag durchgeführt und hatten direkt die Gesetze dafür parat, die sie brauchten, um den Leuten die Freiheit abzunehmen. Das waren also davor im Grunde auch de facto Gesetze und bang, passierte der Anschlag und man hat sie eingeführt und dann waren sie de jure, also gültig. Und mit dem römisch-katholischen Recht, mit dem kanonischen Recht ist das genauso. Und wir werden uns nachher auch noch die Frage stellen, was ist eigentlich der Unterschied mit der Scharia? Die Leute heutzutage haben immer so viel Angst vor dem Mohammedanismus und dem Islam. Der Scharia, der römische Katholizismus, ist in seinen Gesetzen nicht viel anders. Das werden wir heute auch noch kurz sehen. Also, genug der Einleitung. Ich möchte mich dann gleich an das Buch begeben. Wir sind hier auf Seite 139 in dem Buch, Das Doppelgesicht des Papsttums, und lesen halt weiter über das kanonische Gesetz. Und wir lesen hier, eben mal kurz das Bildchen nehmen, jetzt hätte ich es nämlich beinahe vergessen. Wir machen zur Einstimmung natürlich noch ein wenig Musik, besser gesagt, wir spielen ein Stück Musik von Alexander, der uns ein wunderbares Musikstück eingespielt hat mit dem Titel Ehre sei dem Vater. Das spielen wir dann mal eben ab. Ehre sei dem Vater, Ehre sei dem Sohn, Ehre sei dem Heiligen Geist, seit er in uns wohnt. Es kommt eine Zeit, wo kein Tod mehr
Gott wird bei uns wohnen und wir werden sein Volk sein. Gott wird bei uns wohnen und wir werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott, wird mit uns sein. Und er selbst, Gott, wird mit uns sein. Alle Gottes Kinder werden singen, Halleluja. Und alle Gottes Kinder werden singen, Halleluja. Und alle Gottes Kinder werden singen, Halleluja, wenn sie Gott den Vater sehen. Gott den Vater sehen. Na also, wenn das nicht schön war, um uns darauf einzustimmen, auf die Lesung jetzt das Doppelgesicht des Papsttums, dann weiß ich auch nicht. Vielen Dank, Alexander, für deine Mühen und jeden Sonntag diese schönen Lieder, die du uns hier bereitest. Also, wir lesen jetzt fort über das römisch-kanonische Gesetz. Wir bestimmen, dass Könige, Bischöfe und Edle, welche die Verletzung der Dekrete des römischen Bischofs auf irgendeine Weise zugeben, verflucht und vor Gott für immer der Abweichung vom katholischen Glauben schuldig sind. Der römische Bischof kann Kaiser und Fürsten exkommunizieren, absetzen und ihre Untertanen des Eides entbinden. Jetzt habt ihr natürlich gerade gehört, was ich in der Einleitung gesagt habe, und sagt ihr, ja, wie kommt denn sowas, wie passiert denn sowas heute? Ja, ganz einfach. Auch wenn wir heute weniger Kaiser und Fürsten haben, sondern viel mehr Präsidenten und Ministerpräsidenten und Bundeskanzler und solche Sorten, wenn der römische Bischof, also der Antichrist in Rom, findet, dass derjenige nicht mehr das tut, was er ihm sagt, dann kann er ihn absetzen. Das nennt man heutzutage Regime Change. Und dann kann man dafür sorgen, dass man aus dem Volk, das der normalerweise regiert, eine Rebellion kommt, die diese Regierung absetzt und eine andere Regierung an die Macht kommt. Erinnert ihr euch noch vor ein paar Jahren diese ganzen Farbrevolutionen, die da waren und Frühlingsrevolutionen und was weiß ich, alles da in Nordafrika hauptsächlich? Ja, Algerien und Marokko und was war in die ganzen Länder, wo das, ich weiß jetzt nicht, Marokko war es glaube ich nicht, aber die verschiedenen Länder, unter anderem natürlich auch in Libyen, wo man das auch gemacht hat und so weiter und so weiter, dann räumt man die Leute eben aus dem Weg. Damals hat man gesagt, okay, guck, im Gesetz steht drin, der Bischof kann die Führer eines Landes exkommunizieren und absetzen. Ja, wenn er heutzutage denen eine Bombe auf den Kopf wirft, ist das genau dasselbe. Das hat er damals nicht gemacht, da hat er damals die technische Möglichkeit nicht zu. Heute ruft er mal kurz in Amerika an und sagt von Präsident, schick mal kurz ein Fliegergeschwader los und zerbombt mal eben die Stadt und sorgt dafür, dass der Gaddafi oder sonst was da wegkommt, weil der tanzt nicht mehr nach meiner Pfeife. Und zack, passiert das. Ja? Wir müssen natürlich berücksichtigen, dass hier ist Mitte des 19. Jahrhunderts geschrieben, dieses Buch, und diese Gesetze sind teilweise schon viel älter. Angepasst an die Wirklichkeit, in der wir heute 2019 leben, ist das ganz einfach so, dass man eben ein Regime-Change durchführt. Also mit anderen Worten, eine Veränderung der Regierung in dem Land, das man wünscht zu bestrafen oder von dem man den Führer wünscht zu bestrafen oder indem man mit dem Führer nicht mehr einverstanden ist, der das Land regiert. Sei er jetzt ein Präsident oder ein Bundeskanzler oder ein Ministerpräsident oder wie auch immer, die sich da in ihrer politischen Clique nennen. Und man kann es natürlich auf die harte Weise machen oder man kann es auf die sanfte Weise machen. Die harte Weise ist, wie ich gerade eben sagte, man kann mit Waffengewalt das zum Beispiel machen oder mit Attentaten oder sonstige auf die Art und Weise. Oder aber man macht eben eine sanfte Revolution, eine politische Revolution und auf einmal kippt die Regierung, die eine rechte Regierung ist, durch eine neue Regierung, die das ablöst, total nach links zum Beispiel. Da haben wir ja das wunderbare Beispiel von Tom Fress auch früher, das jeder wahrscheinlich von mir schon mal gehört hat, von der Großvater-Uhr.
mit dem Pendel, das von rechts nach links geht und von rechts nach links geht, das sind die Menschen, die von rechts nach links geschoben werden, wo sich aber nichts an verändert. Das Einzige, was sich verändert, ist die Agenda oder besser gesagt der Zeiger der Uhr, die Agenda des Antichristen. Aber fahren wir mal fort. Der Bischof zu Rom kann nur von Gott gerichtet werden. Ja, das ist mit anderen Worten, das sind lediglich hier die Quellen angeführt, deswegen lese ich die Fußnoten hier nicht vor, zeige euch das nur mal eben. Es gibt auch eine andere Verlautbarung, die sagt, der Bischof von Rom oder der Papst ist der Richter aller Menschen, aber kann selber von Menschen nicht gerichtet werden. In anderen Worten ist das genau das, was hier steht. Ja? Jetzt wird es aber interessant in dem nächsten Absatz. Passt gut auf. Wenn der Papst sein eigenes und anderer Menschen Heil vernachlässigen und so für alles Gute verloren sein sollte, dass er unzähliges Volk haufenweise in die Hölle und zu ewigen Qualen mit sich hinabzöge, so darf noch kein Sterblicher es sich herausnehmen, ihn zu tadeln, weil er alle richtet und von niemandem gerichtet wird. Diese Gesetze sind, wie gesagt, heute immer noch gültig. Ja? Die römisch-katholische Kirche behauptet von sich, die einzige wahre apostolische Kirche Jesu Christi zu sein. Außerhalb ihrer gibt es keine Erlösung. Unam Sanctam, Papst Boniface VIII., 1302. Es ist unerlässlich für die Erlösung einer jeden menschlichen Seele, um Subjekt des römischen Pontiff zu sein. Und trotzdem steht im kanonischen Recht drin, selbst wenn dieser Papst Völker haufenweise in die Hölle bringt und zu ewigen Qualen hinabzieht, so darf doch kein Sterblicher es sich herausnehmen, ihn zu tadeln. Hier geht es noch nicht mal darum, ihn zu richten. Man darf ihn noch nicht einmal tadeln, weil er alle richtet und von niemandem gerichtet wird. Der Papst ist eben unfehlbar. Einen unfehlbaren Gott kann man nicht tadeln. Getrost darf man behaupten, dass diese Sätze, deren letzter ein wahres Triumphlied antichristlicher Anmaßung ist und in der Spannung der Behauptung bis zur Absurdität fortschreitet, schlechthin unübertreffbar und keiner Steigerung mehr fähig sind. Nun noch einige Sätze über die Machtvollkommenheit des Papstes, Eide zu lösen und Untertanen von ihrer beschworenen Pflicht zu entbinden. Zitat. Aus dem römisch-kanonischen Recht, Gesetz. Der römische Bischof besitzt die Macht, von Eid, Verpflichtung, Dienstleistung, Versprechen und Vertrag die Provinzen, Städte und Heere solcher Könige, die sich gegen ihn empören, zu entbinden und alle ihre Gefolgsleute und Lehnsträger von ihnen zu lösen. Die päpstliche Autorität kann jedermann seines Untertaneides entbinden. Die Untertanenpflicht bindet niemand an einen exkommunizierten Herrn. Das hat Hildebrand, Gregor der Siebte, in 1075 sehr gut ausgespielt gegen den deutschen Heinrich den Vierten. Der Gang nach Canossa ist euch ja sicher bekannt, hatten wir schon verschiedene Male drüber gesprochen. Und als er den Heinrich den Vierten exkommuniziert hat, hat er gleichzeitig den Untertanen die Pflicht an ihren König entnommen. Sie waren ihm nicht mehr zur Treue verpflichtet. Ein gegen das Beste der Kirche geschworener Eid bindet nicht. Es ist kein Eid, sondern mein Eid. Also sobald ein Schwur oder ein Eid gegen die Kirche geschworen ist, ist er nicht bindend. Sagt nichts. Nun, das sagt natürlich so hier, wie es hier steht, jetzt nicht das aus, was es wirklich beinhaltet. Wir müssen uns das mal so vorstellen. Es gibt ja, ich kann das immer sehr gut anhand von Amerika erzählen, ich kann das weniger gut anhand von Deutschen machen, aber die deutsche Bundeskanzlerin oder der deutsche Bundeskanzler schwört ja auch einen Amtseid. Aber bei den amerikanischen Präsidenten ist das zum Beispiel so, dass die sagen, dass sie die Freiheit und die Rechte des amerikanischen Volkes verteidigen wollen, und zwar für Feinde nach innen sowie auch von Feinden nach außen, dass sie das da tun werden. Ja?
Mit anderen Worten wäre das ein Eid gegen die Kirche, wenn die Kirche der Feind von außen wäre oder der Feind von innen wäre, der dieses Land zerstören will. Wenn man richtig nachschaut, ist das genau das, was man sieht. Aber ein solcher Eid ist dann halt nicht bindend, weil er gegen die Kirche geht, weil er sich gegen die Institution richtet, die im Grunde dafür sorgt, dass das Land überhaupt erst unterwandert und infiltriert wird. So kann ich das persönlich am besten erklären. Ja? Ich müsste gegen die Kirche vorgehen, weil die im Grunde das Land beherrscht mit ihrer Schattenregierung. Aber wenn ich einen Eid schwöre, um also gegen die Feinde vorzugehen, die mein Land zersetzen, dann kann ich es nicht machen, wenn die Institution, die gegen mein Land sich verschworen hat, die Kirche ist, weil so ein Eid ist kein Eid. Er ist einfach ein Meineid. Und jetzt ein Blick auf die kanonische Lehre von Steuerfreiheiten der Kleriker. Jetzt wird's richtig bunt, meine Lieben. Jetzt geht's nämlich ans Geld. Es ist ungesetzlich, wenn Laien Steuern oder Hilfsgelder auf den Klerus legen. Also die Kirche ist steuerbefreit. Wenn Laien aber die kirchliche Steuerfreiheit antasten, sollen sie erst ermahnt, dann exkommuniziert werden. Und was Exkommunikation heißt, habe ich ja schon öfter genug angeführt. Das weiß ja inzwischen jeder. Nur in Zeiten großer Bedrängnis darf der Klerus mit Erlaubnis des römischen Bischofs dem Staate Beistand leisten. Tja, da habe ich beigeschrieben. Da kann man sich ja eigentlich fragen, wer eigentlich verantwortlich ist für die Steuern. Die Kirche. Der Staat treibt die Kirche, treibt die Steuern nur ein. Aber es ist die Kirche, die schlussendlich dafür verantwortlich ist. Ja? Es ist ungesetzlich, wenn Laien Steuern oder Hilfsgelder auf den Klerus legen, also der Klerus selbst, die Kirche selbst bezahlt keine Steuern. Wenn Laien aber die kirchliche Steuerfreiheit antasten, sollen sie erst ermahnt, dann exkommuniziert werden. Nur in Zeiten großer Bedrängnis darf der Klerus mit Erlaubnis des römischen Bischofs dem Staat Beistand leisten. Kein Laie darf über einen Geistlichen zu Gericht sitzen. Deswegen seht ihr so wenig pädophile Priester vor einem Landgericht oder Amtsgericht sitzen, sich zu verantworten für ihre schändlichen Taten. Weltliche Richter, welche in dem verdammlichen Wahne dazu berechtigt zu sein, es wagen, Priester zur Bezahlung ihrer Schulden zu zwingen, sollen durch geistliche Zensuren daran gehindert werden. Der Kirche gehöriges Geld nehmen ist ein dem Morde gleich zu achtendes Verbrechen. Naja, ich möchte es mal so sagen. In den 10 Geboten steht drin, du sollst nicht töten. In den 10 Geboten steht auch drin, du sollst nicht nehmen, was deins nicht ist, also was deines Nachbarn ist. Du sollst nicht stehlen. Und die Übertretung des Gesetzes ist Sünde und der Lohn der Sünde ist der Tod. Von daher bin ich da gar nicht mal so mit uneinverstanden. Nur, dass die römisch-katholische Kirche das hier auf diese Art und Weise nennt oder ernennt, ohne jetzt natürlich diesen Vergleich zu machen zur Sünde hin, das finde ich schon ziemlich krass, dass hier also das Geld der Kirche nehmen ist dem Morde gleich zu achten, das Verbrechen. Das heißt also mit anderen Worten, die Kirche steht über allen anderen. Ne? Wenn ich jemand anderen sein Geld stehle, dann ist es einfach nur Diebstahl. Wenn ich aber der Kirche Geld stehle, dann ist es wie dem Mord gleichzusetzen. Die Bibel sagt, Stehlen ist Sünde, die Übertretung der Sünde ist der Lohn der Übertretung der Sünde ist der Tod. Also da spielt es keine Rolle, ob ich stehle oder ob ich morde. Aber bei der römisch-katholischen Kirche, die macht da einen Unterschied und sagt, Geld von der Kirche nehmen, das ist wie Mord. Und da wirst du auch so für bestraft. Aber anderen Leuten Geld zu stehlen, das ist ein anderes Verbrechen. Die Kirche macht immer Abstufungen in den Sorten ihrer Verbrechen, hat sie schon immer gemacht. Wer sich Ländereien der Kirche zueignet, wird exkommuniziert und muss sie vierfach zurückerstatten. Na, das ist noch ganz schön ein Zins, wa? 400%. Das Eigentum der Diözesen und Abteien darf ihnen auf keine Weise entfremdet werden. Sogar der Papst darf der Kirche keine Ländereien nehmen. Da gehen wir in die kleine Fußnote rein, wo drin steht, man sieht übrigens, dass es um des Besitzes willen es erlaubt ist, sogar in die Konsequenz der Unfehlbarkeitslehre ein Loch zu machen. Na, weil wenn der Papst unfehlbar ist, dann kann er ja nicht stehlen.
Aber selbst wenn er also trotz seiner Unfehlbarkeit stehlen würde, kann man ihn da in diesem Fall selbst so zur Rechenschaft ziehen. Ja? Das Eigentum der Diözesen und Abteien darf ihnen auf keine Weise entfremdet werden. Sogar der Papst darf der Kirche keine Ländereien nehmen. Also da hört dann die Unfehlbarkeit auf. Welche herrliche Aussicht für England, ja, weil wir dürfen ja nicht vergessen, der Autor James Edgar Wiley kommt ja aus England und schreibt dieses Buch für Engländer. Welche herrliche Aussicht für England und jedes andere protestantische Land, wenn erst einmal auch dort, wie in Italien und Spanien, der 20. Teil der männlichen Bevölkerung zur römischen Priesterschaft gehört. Welch Glück, dann im Besitz einer so zahlreichen Körperschaft zu sein, die, nützlicher Arbeit entzogen und aller Staatskosten überhoben, ihre Schulden nach Belieben bezahlt oder nicht, wegen Verbrechen jeder Art vor die gewöhnlichen Gerichte nicht gezogen werden kann, mit aller Kraft Beichte und Fegefeuer benutzt, um das Eigentum der Nation zum Kirchenschatze zu schlagen. Welch Glück, wenn wie ehemals Scharen von Trägern und unwissenden Mönchen, heiligen Menschen nach römischem Kunstausdruck, das Land durchziehen und mit seinem Marke gefüttert werden. Jetzt muss ich mal eben ein Bild hier holen von dem Cardinal Wiseman, da nebenan, das kommt nämlich direkt hier. Wiseman, ja. Hatten wir letzte Lesung, glaube ich, auch schon mal gesehen, das Bild von Cardinal Wiseman. Das machen wir dann hier nochmal eben bei, weil um den geht es jetzt wieder, und dann haben wir das Bild hier nebenbei. Wunder, sagt der Autor, kein Wunder, dass Dr. Wiseman nach der Einführung des kanonischen Gesetzes, welches dem Klerus der Annehmlichkeiten so viele bringt, sehnsüchtig verlangt. Wie gesagt, und die Leute haben Angst vor Scharia-Gesetzen heute. Wo ist denn der Unterschied, wenn man jetzt die Inquisition auch noch hier mit reinnimmt, in das, was ich gerade eben gesagt habe? Wo ist der Unterschied zwischen dem Scharia-Gesetz der Mohammedaner und dem der römisch-katholischen Kirche, dem kanonischen Gesetz? Ich sag's euch, da gibt's keinen Unterschied, weil natürlich auch die römisch-katholische Kirche verantwortlich ist für die Gründung des Islam. Das eine spiegelt das andere. Ja? Also man muss keine Angst haben vor dem Islam, man muss auch keine Angst haben vor Rom, man muss Angst haben vor dem Gott im Himmel. Den müssen wir fürchten. Weil wir müssen nicht den fürchten, der unser Leben hier auf Erde beenden kann, sondern wir müssen den fürchten, der das Leben des Fleisches und der Seele in der Hölle beenden kann. Das ist unser Schöpfer. Dem müssen wir Respekt zollen und vor dem müssen wir Angst haben. Interessant hier ist mit dem Cardinal Wiseman, der hat ja Mitte des 19. Jahrhunderts eben auch gelebt, genau wie Cardinal Henry Newman. Ich weiß nicht, ob ihr heute ferngesehen habt oder Zeitung gelesen habt. Ich habe heute einen 2-Stunden-Film vom Vatikan aufgenommen. Da ging es heute um die Heiligsprechung eben dieser Person. Kardinal John Henry Newman, der lebte von 1801 bis 1890. Er kam aus der anglikanischen Kirche und ist 1845 konvertiert vom Protestantismus der anglikanischen Kirche zum Katholizismus. Da wurde er dann Bischof und später wurde er Kardinal. Der wurde heute, am 13. Oktober 2019, heilig gesprochen. Wenn man sich dann die Geschichte durchliest, unter anderem eine der Geschichten, die dazu geführt hat, dass er heilig gesprochen wird, da kann man nur in großes Lachen ausbrechen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier mal eben ganz schnell rausfinden kann. Steht das hier bei Britain's First Modern Saint? Da hat gestern oder so jemand auf einem meiner Videos kommentiert und hat mich darauf hingewiesen, dass heute die Heiligsprechung von Newman stattfindet. Und da steht hier unter anderem diese Geschichte drin. Ja? Er wird also auch hier, also Prinz Charles, der daran teilnimmt natürlich am Petersplatz, zusammen mit 20.000 Besuchern. Er wird aber auch Melissa Villalobos treffen, eine Anwältin aus Chicago, die behauptet, dass sie ein Wunder erfahren hat, nachdem sie zu Kardinal Newman gebetet hat. Ja?
Wir wissen ja, was die Bibel dazu sagt, wenn man zu Toten betet. Das ist Nekromantie, aber die römisch-katholische Kirche lebt natürlich auf solche Dinge. Und die Frau behauptet also weiterhin, dass während sie schwanger war, in 2013, wurde ihr 42-jähriges Leben bedroht, als ihre Plazenta gerissen war. Ja, also sie war schwanger, wie gesagt, und ihre Plazenta war gerissen. Also sie hat wohl ihr Fruchtwasser verloren. Und wie sie auf dem Boden lag, hat sie zu Kardinal Newman gebetet, dass er bitte schön die Blutung stoppt. Und sie erzählte der Times, also der Zeitung, ich sagte, bitte Kardinal Newman, mache, dass diese Blutung stoppt. Und es hörte direkt auf, es hörte direkt auf zu bluten. Ich sagte, Kardinal Neumann, hast du die Blutung gestoppt? Und da war auf einmal ein Ausbruch von Rosen, also von Rosenduft, der die Luft gefühlt hat. Ich wusste, dass ich geheilt war. Dies war das zweite Wunder, das benötigt wurde für die Heiligsprechung. Ja? Also man kann dabei jetzt natürlich bei denken, was man will. Ich lese im Augenblick ja auch mit Max das Buch über die Himmelskönigin. Da haben wir ja auch in dem Heiligen Lexikon schon sehr viel merkwürdige Dinge gelesen über die Heiligenverehrung in der römisch-katholischen Kirche. Wer sowas hier glauben will, bitte, der kann es ja glauben. Jedenfalls dafür hat die römisch-katholische Kirche das gebraucht, sie als Basis, um den Kardinal John Henry Newman heilig zu sprechen. Das ist heute am 13. Oktober 2019 passiert und das ist halb einer der Zeitgenossen von dem Kardinal Wiseman. Beide waren sie in England, beide haben sie im Nachlauf der Oxford-Bewegung dafür gesorgt, dass die hohe Kirche in England, also das ist dann die römisch-katholische Kirche, ist damit gemeint, dass die wieder die Überhand gewinnt in England. Deswegen ist der Kardinal Wiseman neben dem Kardinal Newman eine sehr wichtige Person und der sagt hier eben, dass Wiseman nach der Einführung des kanonischen Gesetzes, welches dem Klerus Annehmlichkeiten so viele bringt, sehnsüchtig verlangt. Wiseman verlangt danach sehnsüchtig, weil damals war England ja noch mehr oder weniger protestantisch. Da waren die kanonischen Gesetze eben noch nicht wieder in Fuge. Aber Kardinal Wiseman zusammen mit Kardinal Henry Newman, dem konvertierten Protestanten, hat dafür gesorgt, dass auch in England das kanonische Gesetz wieder eingeführt wird. Deswegen ist dieser Kardinal Wiseman eine sehr wichtige Person. Ferner ist es sicher von Interesse, sich zu vergegenwärtigen, welche Behandlung England und andere mit dem Brandmal der Häresie behaftete Länder von Seiten der Agenten des Vatikans zu erwarten haben, sobald sie mit dem kanonischen Gesetze beglückt werden. Die Antwort kann nicht zweifelhaft sein, denn die Kirche hat zwei Schwerter, wird nämlich das erstere gegen Ketzer zu gebrauchen noch immer trefflich verstehen. In den Dekretalen Gregor des IX., also Antichrist Papst Gregor des IX., wird ein Heretiker als ein Mensch bezeichnet, der auf irgendeine Weise oder aus irgendwelchem nichtigen Grunde von dem wahren Glauben der katholischen Religion, wie ihn die römische Kirche bekennt, abweicht. Das ist auch heute immer noch eine Bezeichnung von Ketzern, ja? Der in der römisch-katholischen Kirche so ist. Ich habe über diese Heiligsprechung von dem Kardinal Newman auch noch den Zeitungsartikel gelesen, den ich euch gerade in Word gezeigt habe. Ich habe den originalen Artikel gelesen und da waren auch noch Kommentare drunter. Da habe ich auch mit reingeschaut und da steht tatsächlich drin, da waren tatsächlich Leute bei, die propagierten, jeder, der nicht den Glauben der römisch-katholischen Kirche hat, ist immer noch ein Ketzer und sollte immer noch verbrannt werden. Das stand da tatsächlich drin. Heute. 2019. Die Katholiken denken echt noch so. Glaubt man nicht, ne? Ist aber so. In den Dekretalen Gregor des IX. Wird ein Heretiker als ein Mensch bezeichnet, der auf irgendeine Weise oder aus irgendwelchem nichtigen Grunde, die Bibel ist natürlich dann hier in diesem Fall ein nichtiger Grund, von dem wahren Glauben der katholischen Religion, wie ihn die römische Kirche bekennt, abweicht. Abweichung davon heißt Exkommunikation, du bist vogelfrei, darfst getötet werden und es ist sogar noch ein löbliches Werk, einen Ketzer zu töten und es zieht keine Konsequenzen nach sich, weil es eben ein löbliches, ein gottesfürchtiges Werk ist, Ketzer zu töten. War doch mal was mit dem sechsten Gebot? Ja, ja, ja.
das fünfte in der römisch-katholischen Kirche, ja. ihren Katechismus und in der Bibel das sechste Gebot, du sollst nicht töten. Ja, aber schau, wenn die Leute heutzutage nach dem sechsten Gebot auch nur ein bisschen leben würden, warum haben wir dann überhaupt noch Militär, warum haben wir dann überhaupt noch Kriege? Wir leben ja, aber, in einer heuchlerischen Gesellschaft, ne? Ja, aber unabhängig davon, ob es das sechste oder das fünfte ist, es ist in den modernen Schulbüchern der Kinder mittlerweile ja auch das fünfte, ist ja klar, weil die Schulbücher ja vorgibt. Nichtsdestotrotz ist es da dann auch in der Bibel enthalten. Daran sieht man doch mal bitteschön, dass der Katechismus dann, beziehungsweise dass eben dann die Inquisition einen höheren Stellenwert hat als die Bibel, ne? Ja, in der römisch-katholischen Kirche hat die Bibel überhaupt keinen Stellenwert, ne? Das wissen wir ja inzwischen lange. Ne? Die Bibel ist bei der römisch-katholischen Kirche auf der Liste der verbotenen Bücher. Die römisch-katholische Kirche sagt oder lehrt immer noch, dass die Bibel nicht die höchste Autorität des Gewissens ist, sondern die Bibel und die Tradition der Kirche. Und im Zweifelsfall klopfst du dir ein Ei kaputt oder was? Ja, jetzt mal nicht persönlich werden. Nee, du kannst ja gerne ein Ei essen, das ist ja nicht persönlich. Nein. Und im Zweifelsfall steht die römisch-katholische Tradition über der Bibel. Ja, das lehrt die Kirche heute noch. Ja. Von daher interessiert die das sechste Gebot nicht. Die römisch-katholische Kirche macht ihre eigenen Gebote, deswegen das kanonische Recht. Ne? Weil das ganze kanonische Recht hat ja nun überhaupt nichts mit den Geboten zu tun. Im Gegenteil, es geht ja vollkommen gegen ein. Ja, deswegen ja, weil du eben sagtest, die Katholiken, die propagandieren ja heutzutage noch die Heretiker zu verbrennen. Und ein Verbrennen ist ja nun mal halt nichts anderes als töten. Und im Neuen Testament, das dürfte ja die meisten Leute ja auch wirklich nur wissen, steht ja immerhin drin, liebet eure Feinde. Also. Ja, aber das steht ja nur geschrieben und das muss man ja deswegen nicht unbedingt einhalten. Das ist, glaube ich, so deren Ausrede, weil einhalten tut das da ja im Grunde keiner. Schau, im nächsten Satz wird es doch auch interessant, Michael. Da steht hier, der Empfang der Taufe und die Aufnahme in die christliche Gemeinschaft, also die katholische, unterscheiden ihn von den Ungläubigen und Juden. Na, da habe ich mal als Text mit beigeschrieben, ja, ist das nicht komisch, dass hier ein Unterschied gemacht wird zwischen Ungläubigen und Juden? Juden sind doch auch Ungläubige im katholischen Sinn, weshalb denn dann der Unterschied? Also ich fand das jetzt am Anfang schon antisemitisch. In Anführungsstrichen. Ja, überleg mal, Ungläubigen und Juden, das ist ja schon wieder, wenn sowas geschrieben wird, dann müsste doch normal so der Zentralrat der Juden dagegen vorgehen. Naja, aber der Zentralrat der Juden geht nicht gegen die römisch-katholische Kirche vor, ne? Ja, warum denn nicht? Naja, wenn wir gut, das jetzt anfangen zu erklären, dann sind wir drei Stunden beschäftigt. Der Punkt muss doch eigentlich sein, dass die römisch-katholische Kirche sich nicht an die Bibel hält. Egal, ob sie jetzt die Bibel aus dem Textus Receptus-Text nehmen würde, was sie ja nicht machen kann, oder ob sie die Bibel nimmt aus dem Codex Sinaiticus oder aus der Vulgata oder wo auch immer her, steht überall da geschrieben als Gebot, du sollst nicht töten. Und es steht im Neuen Testament überall geschrieben, liebet eure Feinde sowie euch selber. Aber die römisch-katholische Kirche gebraucht nun mal mentale Reservation, also geistige Vorbehalte, um eben diese Gebote und Gesetze aus der Bibel auszulegen. Du darfst nicht töten, außer der Papst befiehlt dir, jemanden im Krieg umzubringen als Scharfschütze oder was weiß ich in der Richtung. Ja? Das füllt ja ganze Bibliotheken, die Gesetze der Menschen. Und diese Gesetze der Menschen sind ja nur dafür da, um die Gesetze der Bibel aufzuweichen. Weil Gott hat mit den 10 Geboten 10 Gesetze nicht nur auf Steintafeln mit seinem eigenen Finger geschrieben, er hat auch dafür gesorgt, dass der Inhalt dieser 10 Gebote keine weitere Ausführung gebraucht. Wenn man sich daran hält, dann hat man eine ganz klare Grundlage. Ich weiß nicht, ob dir bekannt ist, dass die erste Steintafel, die man gefunden hat mit sumerischen Einschriften da, die enthält, glaube ich, 391 Gesetze. Das ist schon mal eine ganze Menge mehr als die 10 Gesetze der 10 Gebote. Ne? Ich weiß, dass es da was in Richtung Babylon gab. Ich habe es jetzt nicht griffbereit irgendwo. Das ist wirklich eine ganz hohe Anzahl gewesen. Ja, das stimmt. Ja, also ich hab's jetzt nicht über das hier Behistun. Da ist das ja auch. Da hat das ja auch mit Gesetzen und so zu tun. Das schauen wir uns später noch an. Das hat damit jetzt nichts zu tun. Aber diese Gesetzestafeln, die man aus Babylon kennt, die haben 390 Gesetze oder was. Und das ist die älteste. Das heißt, die Tafel mit den wenigsten Gesetzen noch drauf, die man gefunden hat. Alle anderen, die neuer waren, die haben noch viel mehr. Und heutzutage füllen Gesetze ganze Bibliotheken. Ja? Und dann erlaubt sich der Staat auch noch zu sagen, der Bürger ist daran gehalten, das Gesetz zu kennen. Weil
Du musst das Gesetz ja halten, sonst gehst du ja gegen das Gesetz vor, sonst machst du dich ja strafbar. Du musst das Gesetz eben kennen. Das heißt, du musst die ganzen Bibliotheken auswendig kennen, um zu wissen, an welche Gesetze du dich alle gehalten musst. Das sind typisch geistige Reservationen oder geistige Vorbehalte, die die Menschheit gebraucht oder die Herrscher der Menschen gebrauchen, oder die Herrscher des Bösen, da kommen wir dann in der nächsten Lesung zu, die gebrauchen, um dafür zu sorgen, dass die Leute eben so komplizierte Gesetze machen, dass man immer sagt, aber hier gibt es eine Ausnahme, da gibt es eine Ausnahme. Und eine von diesen Ausnahmen finde ich hier halt zum Beispiel jetzt schon mal, der Empfang der Taufe und die Aufnahme in die christliche Gemeinschaft, also katholische Gemeinschaft, müssen wir das gerade verstehen, unterscheiden ihn von Ungläubigen, also den Katholiken, unterscheiden ihn von Ungläubigen und Juden. Ich verstehe nur nicht, warum man hier den Unterschied macht zwischen Ungläubigen und Juden, weil Juden ja Ungläubige im katholischen Sinne sind, weil die Katholiken behaupten ja, dass sie an Jesus glauben. Und also, die Juden glauben nicht an Jesus. Okay, also zwei Anmerkungen ganz kurz noch, bevor ich das, ich will es ja nicht in Länge ziehen hier. Erstens zu deinen Gesetzestafeln, ich habe es gerade mal gefunden, wie du weißt, habe ich ja so eine riesen Zeittafel mal erstellt. Ja. Da steht hier drin bei 1822 vor Christus babylonisches Gesetz, Code of Hammurabi, 282 Gesetze. Hm? 282, also, ja. Das ist das, was ich mir damals aufgeschrieben habe. Und zum Zweiten mit den Ungläubigen ist das so, dass die Juden ja immerhin, in Anführungsstrichen, an das Alte Testament glauben. Das könnte ich mir jetzt vielleicht noch vorstellen. Ja. Ja. Außer Jesaja 53. Ja. Und außer Daniel Kapitel 9. Ja. Und wahrscheinlich noch ein paar andere Stellen, wenn wir jetzt. Und ein paar andere, ja. Aber ja. Genau. Ja. Aber das unterscheidet sie jetzt von einem reinen Ungläubigen, der ja auch nicht an beispielsweise die Genesis glaubt, was ja die römisch-katholische Kirche ja auch wiederum nicht tut. Also ist alles etwas schwierig. Irgendwie. Ja, es ist etwas schwierig, ja. So ist das halt mit Gesetzestexten und so ist das mit Texten, die die römisch-katholische Kirche betreffen. Aber ganz deutlich ist, ich persönlich kann schwierig verstehen, warum hier ein Unterschied zwischen Ungläubigen und Juden gemacht wird, da die römisch-katholische Kirche ja die Juden seit 2000 Jahren verfolgt, eben weil sie Ungläubige in ihrem Sinne sind. Also kann man die Ungläubigen und die Juden ja hier in einen Topf werfen. Aber gut, die angemessenen Gegenmittel sind nach dem kanonischen Gesetz folgende. Die Erzbischöfe und Bischöfe sollen persönlich oder durch ihre Archidiakonen auch andere geeignete Männer jährlich ein- oder zweimal ihren Sprengel bereisen, um nach Ketzern und der Ketzerei Verdächtigen zu forschen. Fürsten und andere Obrigkeiten sollen ermahnt und angewiesen werden, ihre Territorien von dem Schmutz der Ketzerei zu reinigen. Dieses schöne Werk der Reinigung soll auf folgende Weise ausgeführt werden. Das kann man auch nur sarkastisch meinen, dieses schöne Werk der Reinigung. Weil jetzt hören wir uns mal an, wie sie das denn machen. Erstens, durch Exkommunikation, das heißt, sie sollen nicht bloß notorische Ketzer und der Ketzerei Verdächtige treffen, also die Exkommunikation, sondern auch diejenigen, welchen ihnen Herberge, Schutz oder Beistand gewähren oder freundlich mit ihnen verkehren, Geschäfte mit ihnen machen oder irgendeine Verbindung unterhalten. Also, wenn du jemanden, der nicht den Glauben der römisch-katholischen Kirche vollständig für sich annimmt, Unterschlupf gewährst, wenn du ihn bei dir wohnen lässt, wenn du ihm Schutz gewährst, wenn du ihm Beistand gewährst oder wenn du auch nur freundlich mit ihm verkehrst oder wenn du nur Geschäfte mit ihm machst, dann wirst du selber exkommuniziert. Zweitens, Ächtung, das ist Enthebung von allen kirchlichen oder bürgerlichen Ämtern und Geschäften sowie Privatrechten. Also du hast keine Privatrechte mehr. Drittens, damit einhergehend natürlich Beschlagnahme aller ihrer Güter. Viertens, die letzte Strafe ist der Tod. Zuweilen durch Schwert, gewöhnlich durch Feuer. Das durchs Feuer, das nennt man Auto da Fe. Da lernen wir auch noch viel drüber in der Lesung über von Henry Charles Lear. Geschichte der Inquisition im Mittelalter, wenn ich jemals dazu komme, das Buch weiterzulesen, als 300, wo ich bis jetzt stecken geblieben bin, da muss ich nochmal Arbeit von machen. Ganz tolles Buch, kann ich nur jedem anraten, die Lesung zu verfolgen. Da sind jetzt 15 oder 16 Teile von veröffentlicht. Schaut euch das an.
Antichrist Papst Honorius II. Spricht in seinen Dekretalen, das kennen wir ja schon von Isidor, von seinen Dekretalen, Papst Honorius II. Spricht nun in seinen Dekretalen in einem ganz ähnlichen Tone. Unter der Unterschrift De Hereticis zählt er eine lange Reihe solcher auf, die von der römischen Lehre abweichen und bestimmt über sie also, Zitat, und alle Ketzer beiderlei Geschlechts und aller Art verdammen wir zu ewiger Schmach und Schande, erklären sie als unsere Feinde, als Verfluchte und ihre Güter als verfallen. Sie dürfen weder ihr Eigentum genießen, noch auf ihre Kinder es vererben, weil sie an dem ewigen und dem irdischen Könige gleich schwer sich versündigt haben. Ende Zitat. Ferner erklärt dieses Dekret, Zitat, dass die Länder der Fürsten, welche von der Kirche bereits vorgefordert und ermahnt sind und doch binnen Jahresfrist ihre Reiche noch nicht von ketzerischer Gottlosigkeit gereinigt haben, von anderen katholischen Mächten in Besitz genommen werden sollen, um sie von der Ketzerei zu reinigen. Ja, sowas nennt man heute halt Regime Change. Das, was wir gerade eben gelesen haben, ist offener Aufruf zum Krieg. Lesen wir den letzten Satz nochmal. Ja, dass die Länder der Fürsten, welche von der Kirche bereits vorgefordert und ermahnt sind, also, die haben schon den Zeigefinger gesehen, du, mach das nicht, und doch binnen Jahresfrist ihre Reiche noch nicht von ketzerischer Gottlosigkeit gereinigt haben, also, wenn sie nicht dafür gesorgt haben, dass jeder Bürger ihres Landes Katholik ist, dann werden sie von anderen katholischen Mächten in Besitz genommen. Das heißt mit anderen Worten, wenn du nicht hörst, dann schicke ich ein paar Länder, die wohl auf mich hören und werde diese militärisch und alles über dich schicken und die werden dafür sorgen, dass bei dir Ordnung passiert. Genau das ist übrigens passiert damals in Toulouse im 13. Jahrhundert mit Raimund. Das kann man auch in der Inquisitionsgeschichte von mir nachlesen. Sehr interessanter Fall. Nicht der einzige in der Welt, aber einer, der mir jetzt gerade eben einfällt, einer der bekanntesten Fälle. Raimund VI. Hat eine ganze Zeit lang mit der römisch-katholischen Kirche da gekämpft und sich dagegen gewehrt, dass seine Gegend, also die Stadt Toulouse im Süden Frankreichs, gereinigt wurde von den Ketzern. Da hat er eine ganze Menge gegen gekämpft. Ja? Und heutzutage nennt man das halt Regime Change. Heutzutage macht der Papst das auch. Und dann, wie gesagt, dann ruft er mal kurz in Amerika an und dann ruft er mal kurz hier und da an bei der UN, holt sich ein paar Blauhelme oder sonst was und sagt, so, jetzt schicken wir die Leute da rein, da wollen wir doch mal sehen, ob wir die Leute nicht konvertiert kriegen zum Katholizismus. Und dann heißt es, konvertiere oder stirb, genau wie im NDH, also in dem unabhängigen Staat Kroatiens zwischen 1941 und 1945, wo fast 1 Million Serben, Protestanten und Juden vor die Wahl gestellt wurden. Entweder konvertierst du oder wir bringen dich um. So einfach. Ja? Ja, es waren mehr als 750.000, die gestorben sind. Also man hat die Wahl weniger Leuten gegeben. Aber sie haben 2/3 ungefähr ermordet und ungefähr 3/4 ermordet und 1/4 haben sie konvertiert. Ungefähr. Die genauen Zahlen oder genauere Zahlen erfahrt ihr in den ersten Lesungen in dem Buch und mit Gott und den Faschisten auf meinem rein deutschsprachigen Kanal. Sehr interessant, um das mal nachzustudieren. Und das ist ein Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit. Ich meine, 1940 ist ja nun gerade mal etwas über 70 Jahre her. Das kann man ja noch zur jüngeren Vergangenheit zählen, weil wenn wir hier natürlich über den Papst sprechen, der das hier sagt, dann sprechen wir von über 1000 Jahren her. Aber die Gesetze sind immer noch gültig und danach wird auch immer noch heute gehandelt. Es wird den Leuten nur anders verkauft. Wir wollen diese Auszüge aus dem Kodex der römischen Jurisprudenz mit einem furchtbaren Kanon schließen. Na, dann hören wir doch mal, was James Atkin Wiley als furchtbaren Kanon hier benennt. Zitat: Weltliche Fürsten sollen erinnert und ermahnt und wenn es Not tut, durch geistliche Zensuren zur Leistung ihrer Schuldigkeit gezwungen werden und wollen sie als rechtgläubig gelten, so müssen sie zur Verteidigung des Glaubens öffentlich schwören, aus vollem Herzen all ihre Macht daran zu setzen, um all diejenigen auszurotten, welche von der Kirche als Ketzer bezeichnet sind. Derart,
dass, wenn sie irgendeine neue Gewalt erlangen, ob für immer oder zeitweise, sie gehalten sind, diesen Eid bei der Besitzergreifung zu erneuern. Und wenn ein weltlicher Fürst nach vorgängiger Weisung und Ermahnung durch die Kirche säumig ist in seiner Verpflichtung, sein Reich von ketzerischem Unrat zu reinigen, so soll der Metropolitan samt den anderen Provinzialbischöfen ihn mit den Fesseln der Exkommunikation binden, und wenn er binnen Jahresfrist hartnäckig seiner Pflicht sich entzieht, soll es dem Papst angezeigt werden, damit dann alle seine Untertanen ihres Eides entbunden und seine Länder an gute Katholiken gegeben werden, welche die Ketzer darin ausrotten und sie unangefochten besitzen sollen, um die Reinheit des Glaubens darin zu erhalten. Endlich. Diejenigen sind nicht als Mörder zu erachten, welche, vom Eifer für die Mutterkirche entflammt, Exkommunizierte getötet haben. Nicht nur das, es ist selbst eine löbliche Tat. Und Jesus Christus hat uns das bereits im Neuen Testament gesagt, und er hat davon gewarnt, er hat davor gewarnt, er hat nämlich gesagt, wenn ihr meinen Namen verkündet, dann werden sie euch aus den Synagogen rauswerfen und sie werden euch verfolgen und sie werden euch töten und sie werden dabei denken, dass sie Gottes Werk tun. Das hat er vor 2000 Jahren gesagt. Und die römisch-katholische Kirche schreibt es hier nochmal deutlich, schwarz auf weiß. Diejenigen sind nicht als Mörder zu erachten, welche vom Eifer für ihre Mutterkirche entflammt, also die römisch-katholische Kirche, Exkommunizierte getötet haben. Es ist sogar ein löbliches Werk. Das heißt, du musst dann nicht mal Beichte für ablegen. Du kannst zur Hierarchie der römisch-katholischen Kirche gehen, du kriegst vielleicht sogar noch einen Orden. Aber du begehst keine Sünde, wenn du einen Ketzer umbringst. Weil ein Ketzer ist ja ein Exkommunizierter. Der von jedem Bischofe und sonstigen kirchlichen Würdenträgern zu leistende Eid fasst die Doppelstellung des Papstes als eines weltlichen und geistlichen Monarchen ins Auge und demzufolge ist auch die Treue, zu der der Schwörende sich verpflichtet, von derselben gemischten Art. Er ist, wie der gelehrte Katalani in seiner Anmerkung sagt, er ist nicht bloß ein Zeugnis kanonischen Gehorsams, sondern ein Eid der Treue dem Lehnseide ganz ähnlich und stimmt mit dem allgemeinen Teile des oben auf Seite 113 angeführten Kardinalseides genau zusammen, weshalb wir die vollständige Anführung hier unterlassen. Wir hatten ja den Kardinalseid, wie ihr wisst, zum großen Teil gelesen. Die auf die Ketzerverfolgung bezügliche Stelle darin lautet also, Zitat, Häretiker, Schismatiker und alle gegen unseren genannten Herrn, den Papst und seine rechtmäßigen Nachfolger, Widerspenstigen, will ich nach Kräften verfolgen und bekämpfen. In einer Fußnote lesen wir weiter, der ältere bischöfliche Eid ist nicht so ausführlich und erst seit Gregor dem VII., also Hildebrand, 1075, ward eine schärfere Form, wie sie der anmaßende Geist des Papsttums forderte, eingeführt. Aus dem Bullarium des Lartius Cherubinus, Roman 1638, fügen wir noch die Hauptstellen der Bulle In Quaena Domini bei. In Quaena Domini. Da habe ich eine Note zugenommen, das könnt ihr euch auch selber auf Wikipedia raussuchen. Ich habe dazu aus Wikipedia Folgendes rausgeschrieben. Antichrist Papst Clemens XIV. War um Aussöhnung mit den bourbonischen Höfen bemüht und hob In Quaena Domina 1770 auf. Dies nahm Kaiser Joseph II., also von Österreich, zum Anlass, den Text der Bulle aus allen Ritualbüchern herausreißen zu lassen. Diese Aufhebung hat meines Erachtens, das ist mein Kommentar dabei, ebenso viel Wert wie die spätere Aufhebung des Jesuitenordens durch denselben Antichristen. Weil wir wissen ja, Papst Clemens XIV. War derjenige, der die Bulle Dominus Actus Redemptor Dominus Ac Redemptor Nostrum
die Bulle Dominus Ac Redemptor Nostrum erklärt hatte, in der die Jesuiten aufgehoben wurden, 1773. Und meines Erachtens hat diese Aufhebung der Bulle Hob in Coena Domini genauso viel Wert, weil eine päpstliche Bulle ist auch unaufhebbar, eigentlich. Das ist der Unterschied zu Breven. Ja? Und hier geht es um eine Bulle, aber Dominus Ac Redemptor Nostra war auch eine Bulle und die wurde von Papst Pius dem 7. 1814 ja aufgehoben, der die Jesuiten damals wieder eingeführt hat. Also dass Bullen für ewig und immer dastehen und nicht aufgehoben werden können, ist auch eine römisch-katholische Fabel. Ja? Und wenn hier also in Wikipedia steht, ja, dass die Bulle in Coena Domini aufgehoben wurde 1770 von Clemens dem 14., der ja eine bestimmte Absicht damit auch verfolgt hatte, ich glaube da nicht dran, dass das auch tatsächlich so ist, weil wir eben aus anderen Bullenbeispielen wissen, dass selbst eine Bulle, wenn bestimmte Leute dahinter stehen, sich über die Bulle hinwegsetzen. Also das ist nicht in Stein geschrieben, um es jetzt mal so eben deutlich zu sagen. Ja? Aber der Gregor der 9. hat halt diese in Coena Domini verfügt, die alljährlich am grünen Donnerstage zu Rom vorgelesen wird, um, wie in der Einleitung gesagt wird, das geistliche Schwert der kirchlichen Disziplin und die heilsamen Waffen der Gerechtigkeit durch den Dienst des höchsten Apostolats zur Ehre Gottes und dem Heil der Seelen zu führen. Das geistliche Schwert der kirchlichen Disziplin und die heilsamen Massen der Gerechtigkeit, was ist das jetzt, Massen oder Waffen? Ich kann das nicht mehr lesen. Ich glaube, das ist Waffen, ne? Waffen der Gerechtigkeit. Erstens, wir exkommunizieren und verfluchen im Namen Gottes, des allmächtigen Vaters, Sohnes und Heiligen Geistes und Kraft der Gewalt der heiligen Apostel Petrus und Paulus sowie unsere eigenen alle Hussiten, Wycliffisten, das sind also diejenigen, die Wycliffe gefolgt haben, ja, John Wycliffe, der im 14. Jahrhundert der Morgenstern des Protestantismus war, Wycliffisten, Lutheraner, Zwinglianer, Calvinisten, Hugenotten, Anabaptisten, Trinitarianer und Abtrünnige vom katholischen, versteht man bitte schön den christlichen Glauben hier, und alle andere Heretiker, wie immer sie heißen oder von welcher Seite sie sein mögen. Ebenfalls alle, welche ihnen anhängen, die sie beherbergen, sie begünstigten und überhaupt sie verteidigen. Gleichfalls alle, welche ohne unsere oder des apostolischen Stuhles Erlaubnis lesen, aufbewahren, drucken oder auf irgendeine Weise verteidigen, aus welcher Ursache es immer sei, öffentlich oder privatem, unter welchem Vorwande oder welcher Beschönigung es geschehen möge, ihre Ketzereien enthaltenden oder von Religion handelnden Bücher, das beinhaltet die Bibel, gleichfalls alle Schismatiker und alle, welche den Gehorsam gegen uns oder den jedesmaligen Bischof von Rom verletzen oder hartnäckig verweigern. Ein langer Satz, ne? Aber glaube ich doch ziemlich deutlich. Ne? Und vor allen Dingen, ganz deutlich genannt hier, gegen alle Hussiten, Wycliffisten, Lutheraner, Zwinglianer, Calvinisten, Hugenotten, Anabaptisten, Trinitarianer und Abtrünnige vom katholischen Glauben. Zweiter Punkt. Ferner exkommunizieren und verfluchen wir alle und jeden Einzelnen, welches Standes, Ranges oder Geschäftes sie seien, und belegen mit dem Interdikt, also der Exkommunikation, alle Universitäten, Kollegien und Kapitel, wie sie heißen mögen, die von unseren oder des jedesmaligen römischen Papstes Befehlen oder Dekreten an ein künftiges allgemeines Konzil appellieren, wie auch diejenigen, welche eine solche Appellation unterstützen und begünstigen. In Punkt 15 steht, gleichfalls diejenigen, welche unter Berufung auf ihr Amt oder das Drängen einer Partei oder aus irgendeinem anderen Vorwande kirchliche Personen, Kapitel, Konvente, Kirchkollegien, vor ihre Gerichtshöfe, Verhöre, Kanzleien, Versammlungen oder Parlamente gegen die Regeln des kanonischen Gesetzes ziehen. Ferner alle diejenigen, welche aus irgendeiner Ursache oder unter irgendeinem Vorgeben einer Gewohnheit oder eines Vorrechts oder auf irgendeine andere Weise Bestimmungen, Befehle, Einrichtungen, Verträge oder andere Beschlüsse allgemeinen oder besonderen Inhalts, wodurch die kirchliche Freiheit verletzt,
die kirchliche Freiheit verletzt, andere Freiheiten verletzen die natürlich, aber kirchliche Freiheiten verletzt, irgendwie beschädigt oder unterdrückt oder auf irgendeine Weise gehemmt oder wodurch unser oder unser Stuhlsrechte und andere Kirchen irgendwie direkt oder indirekt stillschweigend oder ausgesprochenerweise beeinträchtigt werden, machen, anordnen und veröffentlichen oder anwenden, wenn sie gemacht oder angeordnet sind. Wenn wir dieses Buch hier durchhaben, dann werden viele Leute kein Problem mehr haben, manche Rechtsanwälte zu verstehen, glaube ich. Punkt 16. Auch diejenigen, welche auf diesem Grund hin Erzbischöfe, Bischöfe oder andere höhere und niedere Prälaten und alle anderen ordentlichen kirchlichen Richter, unmittelbar oder mittelbar, sei es durch Gefangensetzung oder Belästigung ihrer Agenten, bevollmächtigten Dienstleute, Verwandte beider Seiten oder anders in der Ausübung ihrer kirchlichen Jurisdiktion, nach den Kanones und geheiligten kirchlichen Bestimmungen und Beschlüssen der allgemeinen Konzilien und besonders des Tridentinischen. Hier haben wir nochmal das Konzil von Trient extra erwähnt. Das ist das Konzil, auf das Rom sich immer und immer wieder stützt und beruft, auch heute noch. Ja? Also insbesondere alle kirchlichen Bestimmungen und Beschlüssen der allgemeinen Konzilien, alle Konzilien allgemein, aber ganz besonders des Tridentinischen, gegen wen es auch sei, verhindern sollten. Ebenfalls alle diejenigen, welche, nachdem durch die Bischöfe selbst oder ihre Bevollmächtigten oder anders Spruch und Entscheidung erfolgt ist, um das Urteil des kirchlichen Gerichtshofs zu vernichten, an weltliche Höfe Rekurs nehmen und dadurch Hemmungen der kirchlichen Urteile oder gar Strafbefehle gegen die genannten Bischöfe und ihre Bevollmächtigten erwirken und wieder sie in Vollzug setzen. Desgleichen alle, welche solche Beschlüsse machen und ausführen oder zu ihrer Anfertigung und Ausführung Hilfe, Rat, Beistand und Begünstigung geben. Punkt 17. Auch diejenigen, welche irgendwelche Jurisdiktionen, Nutznießungen, Erträge und Emolumente, ja, was ist das denn? Emolumente, das muss ich dann auch mal nachschauen. Ein Emolument, Mehrzahl Emolumente, von lateinisch herausmalen, ist ein heute nicht mehr gebräuchlicher, veralteter Begriff aus dem Rechts- und Wirtschaftsleben, eine für eine an sich regelmäßig ausbezahlte, in ihrer Höhe jedoch schwankende Einnahme. Das Entgelt, das Untertanen für gerichtliche Handlungen oder sonstige Amtshandlungen zu entrichten hatten, wurde auch als Sporteln bezeichnet. Der gleichgeschriebene englischsprachige Begriff Emolument, der auch heute noch gebräuchlich ist, wird häufig als Honorar oder Vergütung übersetzt. Na, dann lesen wir den Satz doch nochmal, um ihn zu verstehen, wo wir jetzt wissen, was Emolumente sind. Also, auch diejenigen, welche irgendwelche Jurisdiktionen, Nutznießungen, Erträge und Emolumente, die uns und dem apostolischen Stuhle oder irgendwelchen kirchlichen Personen als Erträge von Kirchen, Klöstern und anderen Benefizien gehören, an sich bringen oder welche, bei welcher Gelegenheit und aus welchem Grund es sei, besagte Einkünfte ohne ausdrückliche Erlaubnis des römischen Bischofs oder anderer zur Erteilung solcher Erlaubnisberechtigten in Beschlag nehmen. Dieser Fluch, der jährlich in Rom verkündet wird, erstreckt sich, man merke wohl, auf das ganze Königreich Britannien, auf alle skandinavischen Länder, auf ganz Holland, den größten Teil von Norddeutschland, einen großen Teil von Süddeutschland und Ungarn, weil die Bewohner dieser Länder nicht nur Ketzer sind, sondern in ihrem Gewissen und durch Gottes Wort gebunden alle erwähnten päpstlichen Vorschriften übertreten müssen. Ja, auch das ganze russische Reich ist diesen dreifachen, jährlich wiederholten Fluche des römischen Priesters verfallen. Man sollte meinen, dass dies sich klar zu machen müsse genügen, um die Erkenntnis zu befestigen, dass zwischen Papsttum und Christentum keine Versöhnung möglich ist. Was? Keine Versöhnung zwischen Papsttum und Christentum? Dann brauchen wir wohl die Ökumene, nicht wahr?
Ja, ich weiß, wir sind schon ziemlich weit fortgeschritten. Und ich könnte es noch schaffen, wenn ich jetzt die nächsten 2,5 Seiten noch lese, das Kapitel zu beenden. Also werden wir heute die Lesung ein wenig länger machen, weil das hat jetzt keinen Sinn, hier noch zu stoppen. Also hier jetzt eine Pause einzulegen. Wir waren ja jetzt hier stehen geblieben. Das war ja jetzt der Brief mehr oder weniger in Coena Domini, der so gesagt 1740 aufgehoben wurde. Wie gesagt, da habe ich ja meine Zweifel dran. Aber wir haben ja jetzt ganz deutlich gelesen, wie die römisch-katholische Kirche mit Ketzern verfährt. Und ihr habt auch gelesen, für wen das gilt. England, Skandinavien, ganz Norddeutschland, Teil von Süddeutschland, Ungarn, eben da, wo der Protestantismus immer eine Hochburg war. Und teilweise auch heute noch ist. Und deswegen gelten die Gesetze damals wie heute. Na? Also, was macht das denn hier? Die auf die Ketzerverfolgung bezügliche Stelle darin lautet also: Heretiker, Schismatiker und alle gegen unsere genannten Herren, den Papst, seine rechtmäßigen Folger, Widerspenstigen will ich nach Kräften verfolgen und bekämpfen. Das war also aus dem Kardinalseid. Dann sind wir hier in diese Fußnote gegangen und jetzt lesen wir eben noch den Rest des Kapitels hier. Dies ist eine Probe von Roms unfehlbarem Kodex. Lese eben auch, Semper Adem, unveränderlich, unfehlbar, unveränderlich. Seine Geltung auf Erden geht Hand in Hand mit Heuchelei und Tyrannei. Nimmt die Welt ihn an, und das ist eben das Problem. Nimmt die Welt ihn an, akzeptiert die Welt die Autorität des Papstes und des katholischen, kanonischen Gesetzes, über das wir hier sprechen. Nimmt die Welt ihn an, so ist Roms Herrschaft gegründet. Und darum möchte der Papst so gerne in Britannien Britannien aufhalsen. Wer aber Augen hat zu sehen, das sagt James Edgar Wiley Mitte des 19. Jahrhunderts, er hat seine Landsleute in diesem Buch gewarnt und gesagt, Leute, tut das nicht, guckt, das steht in dem Gesetz drin. Wollt ihr wirklich, dass diese Gesetze hier in England gelten? Wer war denn damals in Deutschland einer, der gerufen hat? Ich kenne keinen. Vielleicht Griesinger. Ein wenig mit seiner Arbeit, die wir auf meinem anderen Kanal gelesen haben. Schaut euch das Buch mal an. Er warnt ja vor den Jesuiten und damit im Grunde auch vor den ultramontanen Katholiken. Wer aber Augen hat zu sehen, so sagt James Edgar Wiley zu seinem Volk, der muss erkennen, wohin eine solche Direktion im Sinne der neuen Romanisten das Land bringen würde. Sollen Britanniens Gesetze aufgehoben? Nehmen anstatt Britannien, schreib ruhig Deutschland. Sollen Deutschlands Gesetze aufgehoben werden? Seine Rechte und Freiheiten vernichtet? Seine Regierungsbeamten und Richter zu Vasallen und Bedienten der Priester gemacht? Seine Parlamente mit Rothüten und Mönchskappen gefüllt werden? Sollen träge, Ränkgesüchtige und Verbrecher, statt über den Ozean zu fahren, in Franziskanerkutten und Bruderschaftsmänteln sich hüllen, soll die Bibel verschwinden und als das verderblichste Buch gebrandmarkt? Soll die alte Unwissenheit wieder herrschen, die Dunkelheit? Soll der Boden dieser von Gott gesegneten Insel wieder mit Ketzerblut gefärbt und gedüngt? Soll die Königin wieder eine Vasallin des römischen Stuhls oder eine Geächtete werden, gegen die das Kreuz gepredigt wird? Sollen die Ländereien des reichen Albion den Kämpfern der Heiligen League das Erbe als Erbe zufallen, bis sie mit dem Paradiese zu vertauschen, das für die Vertilgung der Ketzerbrut ihnen gesichert ist? Nun, dann dulde man die Einführung des kanonischen Rechts. Wenn man das alles will, was gerade eben aufgezählt wurde, mit den Mitteln des kanonischen Rechts, dann dulde man die Einführung des Rechts, dann beuge man sein Haupt dem Papst, dann beuge man sein Haupt dem Antichristen anstatt Jesus Christus. Die bezeichneten Folgen werden so wenig ausbleiben, als Finsternis ausbleibt, wenn die Sonne untergegangen ist. Solches Elend würde über das Land auch nicht plötzlich, sondern allmählich wie die Nacht über die Erde kommen. Dr. Wiseman, deswegen nehmen wir sein Bild nochmal eben hier rein, ja, Dr. Wiseman begehrt auch nicht alles auf einmal. Schritt für Schritt ist die Losung.
Kennt ihr das Prinzip des Frosches, den man in kaltes Wasser tut und dann ganz langsam die Temperatur so hochdreht, dass das Wasser anfängt zu kochen und der Frosch lebendig gekocht wird, weil er das nicht merkt? Schritt für Schritt ist die Losung. Juncker von der Europäischen Union hat doch mal gesagt, wir gehen 3 Schritte vor und wenn es dann einen Aufschrei gibt, dann gehen wir 1 Schritt zurück und danach gehen wir dann wieder 3 Schritte vor und so weiter und so weiter. Oder 2 Schritte, wie auch immer. Ne? Und wenn es keinen großen Aufschrei gibt, dann machen wir weiter und alles ist etabliert. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Das war damals schon nichts anderes. Schritt für Schritt ist die Losung. Und der Vorteil von diesen leichten, von diesen kleinen Schritten zu machen, liegt hauptsächlich darin, dass man das teilweise dann generationenüberschreitend macht. Und wenn man das generationenüberschreitend macht, dann wird die neue Generation bereits herangezogen in einem Geiste, der nicht mehr derselbe ist wie der der Eltern. Und so etwas sehen wir heute im 21. Jahrhundert ganz besonders. Wenn wir daran denken, dass der Papst jetzt zum Beispiel für den 14. Mai 2020 zu einem Pakt der Neupakt der Ausbildung ruft nach Rom, die Leute dahin zu kommen, dass dafür gesorgt wird, dass in der Bildung, sprich Schulen, Universitäten und anderen Lehranstalten, die Klimaangst geschürt und die Klimalüge der globalen Erwärmung gelehrt wird. Schritt für Schritt. Die Kinder, die heute in die Schule gehen, was die dort gelernt bekommen in der Hinsicht, das haben wir uns ältere Generationen noch nicht mal träumen lassen. Aber die Kinder werden damit indoktriniert, wachsen damit auf und das formt deren Weltbild und das formt deren Verstand. Schritt für Schritt ist die Losung. Schritt für Schritt hat Rom bereits immer agiert. Der beschleunigte Fortschritt findet sich dann von selbst, weil dann der eine zum anderen Schritt kommt. Hat nur erst eine römische Kolonie mit dem kanonischen Gesetze ein Staat im Staate im Herzen Englands sich festgesetzt, ist es nur erst hier eine Jesuitenschule, dort ein Nonnenkloster entstanden. Es wird schon vorwärts gehen. Und die Wirkungssphäre jenes heillosen Kanons, ob anfangs nur auf die Glieder der römischen Kirche beschränkt, wird sich gar bald erweitern. Eine, wenn auch vorerst wenig zahlreiche Gesellschaft, welche ihm unterworfen ist, welche den Suprimat des Papstes über alle Obrigkeit, auch die Königin des Landes, anerkannt hat, demzufolge den Ketzern nur gehorcht, wenn ihre Priester es noch für angemessen finden, die ihre Stimmen bei Wahlen und im Parlament und im Zeugenverhör nur unter geistlicher Leitung und im Interesse der Kirche abgibt, die unter Umständen einen falschen Eid, ja, einen Mord, sobald die Ketzerei dadurch ausgerottet wird, für erlaubt hält, deren Häupter so viele Mittel, namentlich die Beichte, besitzen, um in alle Angelegenheiten sich zu mischen und die Opposition im Parlament ebenso wie eine Zänkerei, halt einen Streit zu leiten. Eine solche Gesellschaft wird bald der Freiheit, der Größe, ja, der Existenz England eben das sein, was für Troja das Pferd des Poseidon wurde, dem die verblendeten Söhne Priams den Eingang bereiteten. Wir hatten ja gelesen in dem Buch Hinter den Diktatoren von dem größten trojanischen Pferd aller Zeiten, nicht wahr? Lest das nochmal, hört euch das nochmal an, um zu verstehen, worum es geht. Man halte sich nur immer gegenwärtig, dass jenes noch vor nicht einem Menschenalter durch den Papst als voll und allgemeingültig von neuem bestätigte Gesetz einmal eingeführt in jede Landesgesetzgebung eine Bresche schießt und darauf seine Kanonen unter den Schutz eben dieser Landesgesetzgebung stellt. Man gebe sich ja nicht dem Wahne hin, als würden Englands Gesetze selbst einen hinreichenden Schutz gegen die Tyrannei des päpstlichen Kanons gewähren. Gelingt es erst Dr. Wiseman und seiner 5. Kolonne, wirklich eine anerkannte Hierarchie in England zu errichten, deren gerechte Abwehr er und seine Helfershelfer Unduldsamkeit und Fanatismus nennen, so ist die nächste unvermeidliche Folge eine Revision des englischen Gesetzes zugunsten des kanonischen Gesetzes.
Ihr erlaubt mir, sagt dann der Schlaue, das kanonische Gesetz einzuführen, denn die Errichtung der Hierarchie hat diese Bedeutung. Und wollt doch die volle Entwicklung desselben nicht gestatten? Durch eure Verordnungen wird es ja beständig in Schach und Fesseln gehalten. Deshalb begehre ich Aufhebung aller mit dem kanonischen Gesetze streitenden Bestimmungen, wozu ihr durch die Bestätigung der Hierarchie unmittelbar verpflichtet seid. Was hilft ein Gesetz, wenn man es nicht ausführen darf? Löst euer Wort, oder ich verkünde der Welt die Schmach eurer Verfolgungssucht und Bigotterie. Die Protestanten nun, welche früher seinem Drängen nachgegeben haben, werden auch jetzt nicht widerstehen. So geht es Punkt für Punkt weiter, bis eine Tyrannei schlimmer als die türkische, wie ich bereits wiederholt warnte, hergestellt ist in den Herzen dieses freien Landes. Denn Roms Agenten sind seit lange trefflich geübt in der Kunst, Freiheiten und Rechte zum Umsturz von Freiheiten und Recht anzuwenden. Ja? Nochmal, so geht es Punkt für Punkt weiter, bis eine Tyrannei schlimmer als die türkische. Also wofür Angst haben vor dem Scharia-Gesetz, wenn das römisch-katholisch-kanonische Gesetz so viel schlimmer ist? Denn Roms Agenten sind seit lange trefflich geübt in der Kunst, Freiheiten und Rechte zum Umsturz von Freiheiten und Recht anzuwenden. Was aber von England gilt, das gilt von jedem protestantisch regierten Lande. Und wo die Regierungen das kanonische Gesetz einzuführen oder seinen Bestimmungen eine weitere Ausdehnung zu geben gestatten, befördern sie nicht etwa, wie es gewöhnlich angesehen wird, die Parität der Kulte, sondern die unerträgliche Tyrannei des römischen Suprimats. Das war ein wenig länger als eine Stunde heute. Ich kann es nicht helfen, aber es war unmöglich, da eine Pause einzulegen und zu sagen, die letzten zwei Seiten lese ich nächstes Mal. Das musste jetzt abgehandelt werden. Und wir haben jetzt schon knapp 150 Seiten in diesem PDF gelesen. Das ist also knapp ein Drittel des Buches. Und der Autor war bis jetzt noch nie so deutlich wie in diesem Kapitel über das römisch-kanonische Gesetz. Und ich hoffe, dass meine Zuschauer und Zuhörer es begriffen haben, dass das römisch-katholisch-kanonische Gesetz ein absolutes Gesetz des Teufels ist. Es erstickt jede Freiheit. Und wir müssen uns davon bewusst sein. Ich will es nochmal ins Gedächtnis zurückrufen. Jedes Land, das ein Konkordat mit dem Vatikan unterhält, und das sind im Augenblick 179 von 196 Nationen, verpflichtet sich dazu, ihr Zivilgesetz dem römisch-katholisch-kanonischen Gesetz anzupassen. Und das römisch-katholisch-kanonische Gesetz ist ein geistliches Gesetz und das geistliche Gesetz wirkt immer über dem weltlichen Gesetz. Also im Zweifelsfall wirkt immer das römische Gesetz als das weltliche Gesetz. Das heißt, da das römisch-katholische-kanonische Gesetz sempre adem, wie die Kirche, unveränderlich ist, sind diese Gesetze, auch wenn sie vielleicht vor 1000 Jahren einmal niedergeschrieben wurden, heute immer noch gültig, haben Gültigkeit in jedem Land, das ein Konkordat mit dem Papsttum hat, mit der römisch-katholischen Kirche hat, mit dem Vatikan hat. Und auch wenn die Gesetze im Augenblick vielleicht schlummern und nicht durchgesetzt werden, also nur de facto Gesetze sind, warten wir nur auf den Moment, wenn die römisch-katholische Kirche ihre Oberhand ganz deutlich auflegt auf die Regierungen und sagt, jetzt durchsetzen und dann, meine Lieben, bricht die Hölle los. Und um uns vor der Hölle zu befreien und um in der nicht unterzugehen und um vor der keine Angst zu haben, gibt es nur Jesus Christus, der uns befreien kann. Es gibt keine weltliche Lösung für deren Gesetze. Die Gesetze der römisch-katholischen Kirche sind gemacht. Wir sind denen unterworfen in dem Land, in dem wir wohnen. Da können wir nichts dran tun. Aber die römisch-katholische Kirche, das Papsttum, der Antichrist, kann uns nur das weltliche Leben nehmen. Nur wenn er uns betrügt und von Jesus wegholt, kann er auch unsere Seele vernichten. Deswegen sollten wir dafür sorgen, dass unsere Seele sich jeden Tag erbaut und erquickt im Lesen des Wortes Gottes in der Bibel. Und von daher beschließe ich meine Lesung mit der inständigen Bitte, lest eure Bibel. Maranatha.